Herzlich willkommen zum Rockcast, dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Mit deinem Gastgeber Chris The Rock, dem stärksten Bio-Eiweiß-Lieferanten und Gründer von Rocksports. Eine neue Folge vom Rockcast. Richtig fein, dass du wieder mit dabei bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, bei dir ist alles paletti und richtig, richtig fein. Wie würde ich denn die heutige Folge zusammenfassen? Bei mir ist es immer so, ich nehme das Video auf, ich habe natürlich ein Thema im Kopf, das ich adressiere. Der Titel entsteht aber mir erst im Nachhinein. Ich würde es irgendwie so zusammenfassen wie, hör auf damit, jedem Trend hinterherzulaufen, hör auf damit, dich in Ernährungsextremen zu verlieren, sondern schau darauf, was wirklich wichtig ist. Irgendwie so in diesem Bereich würde ich das wahrscheinlich machen. Ja, mein Name ist Chris The Rock, ich bin Gründer und Inhaber von Rocksports. Das ist die allerfeinste Sportnahrung in Bio-Qualität. Meine Mission ist es, Menschen für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben zu begeistern. Und das mache ich eben zum Beispiel mit dieser feinen Sportnahrung oder bei Rock Kitchen, das ist unsere feine Gewürzlinie. Oder das mache ich zum Beispiel auch mit diesem feinen Büchlein, das links da neben mir steht. Und das siehst du, wenn du live von den Fabio am Rocksports YouTube-Kanal dabei bist. Wenn du audiotechnisch beim Podcast dabei bist, dann stell dir jetzt ein richtig schönes, feines, schwarz-mattes Büchlein vor. Steht drauf eine Anleitung fürs Leben. Da geht es viel um das Thema Mindset, die persönliche Weiterentwicklung. Und wenn du die beste Version deiner selbst werden möchtest, dann gönn dir dieses Büchlein, falls du es noch nicht hast. Aber um dieses Büchlein geht es nicht, sondern heute geht es um eine Nachricht, die ich per Mail bekommen habe von einer Person. Diese Person weiß übrigens Bescheid, dass diese Folge kommen wird. Ich nenne keine Namen und so weiter. Es ist auch völlig egal. Es geht heute vielmehr darum, welches Learning wir aus dieser Nachricht ziehen können. Ich mache die Erfahrung, dass diese Nachricht stellvertretend ist für einen Trend, den ich immer wieder öfter sehe, vor allem Social Media technisch. Es geht darum, Ernährungstrends nachzulaufen. Es geht darum, dass es mittlerweile so viele Gesundheitsaposteln gibt, die irgendeinen neuen Trend aufnehmen und plötzlich wie eine neue Religion das Ganze dann durch die Ernährungswelt tragen. Ob das der vegane Trend war, der irgendwann vor ein paar Jahren begonnen hat, das meine ich völlig wertfrei. Es geht nur darum, wenn man blindlings etwas nachläuft, davon bin ich kein Fan davon. Ich bin ein extremer Fan davon, immer alles aus unterschiedlichsten Sichtweisen zu sehen. Und da ist der vegane Lebensstil richtig cool, der vegetarische. Es gibt unterschiedlichste Ernährungsformen. Was ich aus meiner Sicht nicht richtig ist, wenn man das Ganze einfach dann zu schwarz-weiß sieht und alles, was man selbst macht, ist gut und automatisch alles andere ist schlecht. Das trifft in Wahrheit nirgends im Leben zu und auch im Ernährungsbereich nicht. Dementsprechend gibt es schon eine eigene Rockcast-Folge zum Thema Schwarz-Weiß-Denken. Wenn das spannend ist für dich, da geht es eher um das Mindset-Technische, dann gib einfach ein bei YouTube beispielsweise Rocksports Schwarz-Weiß-Denken oder bei Spotify oder Apple Podcasts, dann findest du das. Heute kümmern wir uns eher um das ernährungstechnische Schwarz-Weiß-Denken. Und da möchte ich mich eben noch einmal auf diese E-Mail beziehen, denn die hat dazu geführt, dass ich diese Folge heute aufnehme. Ich habe an der Formulierung dieser E-Mail schon erkannt, dass diese Person aus einem Ernährungsextrem kommt. Da wurde sehr, sehr stark eben von diesen Schwarz-Weiß gesprochen. Dieses Lebensmittel ist gesund und alle anderen sind ungesund. Ich mache das so und so, alles andere ist falsch. Und ich habe dann auch rausgehört, und das hat mich dann ein bisschen verwundert, das war dann das Bild, was das ein wenig ungerund gemacht hat, neben den Schwarz-Weiß-Themen. Die Person hat sehr, sehr viel Geld für Nahrungsergänzungsmittel ausgegeben, die auch in dieser Nachricht aufgezählt wurden. Und auf der anderen Seite war der Fokus dann auf die Ernährung relativ wenig ausgeprägt. Das heißt, viel Geld für Nahrungsergänzungsmittel, die alle gesund sind und so weiter und dieser und jener Lebensstil. Auf der anderen Seite war der Fokus, wie gesagt, auf die wirklich gesunde, bedarfsgerechte Ernährung. Zumindest habe ich den nicht rauslesen können. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Nachricht, wir haben dann viel hin und her geschrieben und ich habe dann einfach versucht, meine Sicht der Dinge hinzugeben und einfach einmal mit der Person gemeinsam rauszuzoomen und das große Ganze zu sehen. Ich habe eingangs gesagt, wissen, was wirklich wichtig ist, darum geht es, zu schauen, um was kommt es wirklich drauf an. Und am Ende des Tages muss man das so betrachten. Unser Körper, dem ist es völlig egal, ob du jetzt einen Apfel isst und
dabei Vegetarier bist, Veganer bist, Pesketarier bist oder was auch immer, deinem Körper ist das egal. Dein Körper hat einen Nährstoffbedarf, einen Proteinbedarf, dein Körper braucht Fette, beispielsweise fürs Hormonsystem, dein Körper braucht Kohlenhydrate, dein Körper braucht Mikronährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und so weiter. Wir brauchen Wasser, wir brauchen Schlaf, wir brauchen Sonne und so weiter. Das heißt, es gibt einmal ernährungstechnisch einen Nährstoffbedarf. Und welche Ernährungsreligion du sozusagen folgst, in welcher Form du das zuführst, ist egal, dein Körper hat diesen Nährstoffbedarf. Und dein Körper braucht diese Nährstoffe, um ordnungsgemäß funktionieren zu können. Das ist immer individuell, natürlich, wie dein Lebensstil ausschaut, dein Alter, dein Geschlecht, deine Körpergröße, dein Lebensstil und so weiter. All das hängt dann oder daraus resultiert dann dein konkreter Nährstoffbedarf. Darum geht es aber jetzt nicht. Am Ende des Tages ist das einmal die Basis. Das ist sozusagen das große Ganze, das, was wirklich wichtig ist. Und wenn es jetzt um diese Ernährungstrends geht, dann ist man meistens sehr, sehr irgendwo im Detail drinnen und versucht dann da schwarz-weiß zu denken. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, schwarz-weiß denken, das ist etwas, was uns Menschen sehr, sehr liegt. Warum? Weil unser Gehirn Energie sparen möchte. Und da ist es natürlich am aller einfachsten, wenn es nur zwei Szenarien gibt, schwarz und weiß. Wenn das gut ist, heißt ja automatisch, dass alles andere schlecht ist. Wenn das schlecht ist, heißt ja automatisch, dass alles andere gut ist. Und so finden wir uns dann oftmals in diesen Extremen wieder. Am Ende des Tages ist es aber so, dass das Leben ein Graubereich ist. Das heißt, es gibt viele verschiedene Schattierungen und eben nicht nur diese Extremen. Und im Ernährungsbereich und gerade im Social Media sieht man es aber, dass viele Menschen in diese Ernährungsextremen verfallen, was natürlich nicht richtig ist. Ja, und oftmals ist es so, dass sich diese Dinge dann, diese Ernährungstrends extrem gut anhören und die lösen dann plötzlich alle Probleme, zumindest glaubt man das, und bis dann halt der nächste Trend kommt. Und irgendwann kommt man drauf, ui, das ist doch nicht alles so goldig, wie es glänzt. Und da kommt man aber dann meistens erst Jahre später drauf. Das heißt, wenn du einen Trend hörst, ob das jetzt das Intermittent Fasting ist, ob das irgendwelche Superfoods sind, irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel sind, irgendwelche Kekse, die alle Nährstoffe enthalten, die man braucht und so weiter. Wenn sich etwas zu gut anhört, um wahr zu sein, dann ist es meistens auch nicht wahr. Das ist ein Learning, das ich die letzten 10 Jahre, seit es Rocksports gibt, gesehen habe. Ich bin mit vielen, vielen Top-Sportlern unterwegs und wenn man sich anschaut, was die machen, die haben eben genau nicht diese Ernährungstrends, denen sie nachlaufen, sondern die kümmern sich um die Basics, um das große Ganze. Da gehört dazu, gescheit essen, gescheit schlafen, gescheit trainieren, gescheit regenerieren. Diese Dinge gehören dazu und vor allem auch das da oben, dass man sich um das Mindset kümmert. So, aber jetzt möchte ich dir gerne meine Kernbotschaften mitgeben. Das war sozusagen die Vorgeschichte, warum diese Folge heute entstanden ist. Und ich möchte dir einfach zeigen, wie ich persönlich mit dem Thema umgehe, in der Hoffnung, dass dir das auch weiterhilft. Sprich, es soll dir helfen, nicht von einem Extrem ins nächste zu springen und darauf zu schauen, was wirklich wichtig ist. Kernbotschaft Nummer 1, laufe nicht jedem Ernährungstrend nach, sondern schau dir das Thema, wenn du einen Ernährungstrend findest und du denkst, boah, das hört sich richtig spannend an, schau dir das aus unterschiedlichen Perspektiven an. Schau dir unterschiedliche Quellen an, die dieses Thema betrachten. Und eben nicht nur einen Ernährungstrend, der zum Beispiel von irgendeinem Nahrungsergänzungsmittelunternehmen hervorgerufen wurde. Das passiert sehr, sehr oft. Dann ist es natürlich im Interesse, dann die Produkte zu verkaufen. Das darf ich sagen, weil wir machen das genauso. Also nicht, dass wir Ernährungstrends hervorrufen und dann Produkte verkaufen, aber wir verkaufen auch Nahrungsergänzungsmittel, Sportnahrung in Bioqualität, Proteinpulver beispielsweise ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Aber wenn du bei Rocksport schon länger dabei bist, dann weißt du, dass ich dir da keinen Bären aufbinde, sondern dir immer wieder sage, eine gesunde Ernährung ist die Basis und unser Proteinpulver wird dich nicht von einem furchtbaren Lebensstil zu einem gesunden Menschen machen. Da gehört eben viel, viel mehr dazu. Es ist eben am Ende des Tages trotzdem nur eine Nahrungsergänzung. Und genau das ist darauf und genau darum geht es. Das heißt, nicht unreflektiert Trends aufnehmen, sondern immer aus unterschiedlichen Bereichen das betrachten. So ist es ja auch in der Kommunikation, der zwischenmenschlichen Kommunikation, in der Beziehung. Es gibt immer verschiedene Sichtweisen. Und da kann ich wieder auf mein Buch referenzieren. Da gibt es eigene Lektion dazu, wo es nur darum geht. Deine Sichtweise ist eine Sichtweise, aber es ist nicht die einzige Sichtweise.
Man kann dieses und jenes Thema immer aus unterschiedlichen Bereichen betrachten. Gutes Beispiel ist die Philosophie, die Stoa beispielsweise, Stoizismus, wo man sich seit Jahrtausenden beschäftigt, was denn der Sinn des Lebens ist, wie denn ein richtiges, gutes Leben ausschaut. Und bis heute ist man sich nicht einig. Aber nicht, weil die Leute nicht schlau sind, sondern weil es halt einfach immer unterschiedliche Sichtweisen gibt. Und das ist eben wichtig. Das heißt, wenn du etwas aufnimmst, ernährungstechnischer Natur, dann bitte reflektier das und bitte reflektier das aus unterschiedlichen Bereichen. Schau dir unterschiedliche Experten an, schau dir unterschiedliche Branchen an, wie die über dieses Thema denken, ganz, ganz wichtig. Und dann relativiert sich meistens dieser Trend schnell. Entweder kommt man drauf, okay, das ist im Grunde nur alter Wein in neuen Schläuchen, oder wie sagt man das? Ja, genau. Das heißt, ab und zu ist es, oder meistens ist es einfach ein Thema, das nur neu benannt wird, das sich jetzt irgendwie cool anhört. Oftmals kommt es aus Amerika rüber, da hört sich es richtig cool an, boah, das ist ja Englisch, da muss ja sicher irgendwas dahinter stehen. Am Ende des Tages ist es doch nur das, was vielleicht schon in den 70er, 80er Jahren irgendwann gegeben hat. Lange Rede, kurzer Sinn, Kernbotschaft Nummer 1, immer hinterfragen und unterschiedliche Betrachtungswinkel mit einbeziehen. Punkt Nummer 2. Verliere dich nicht in Details. Klassiker sind Superfood-Trends. Da gibt es irgendeine Goji-Beere, die vor vielen Jahren so gehypt wurde, oder dieses, jenes Pülferchen, oder jetzt muss ich den Ingwer essen und dann muss ich den Essig trinken und so weiter. Diese einzelnen Faktoren, die durchaus einen Mehrwert haben können. Aber am Ende des Tages, was verändert es, wenn du jetzt morgens 5 Goji-Beeren isst? Was ändert das an deinem suboptimalen Lebensstil, an deinem suboptimalen Ernährungsstil? Was ändert das daran, dass du keinen Sport betreibst und so weiter? Das heißt, du bist mit dem Superfood-Thema so im Detail drinnen und vergisst dabei das große Ganze. Das ist das, was ich eingangs gemeint habe, was ich auch mit dieser Person durchgesprochen habe. Ich habe mit der Person bewusst aus dem Ganzen rausgezoomt und ihr gezeigt, schau her, das ist nur ein klitzekleiner Bereich, in dem du so viel Zeit, Energie und Geld investierst und dabei beachtest du das große Ganze, auf das es wirklich drauf ankommt, gar nicht. Du vergisst das Fundament. Und genauso ist es auch bei diesen Superfood-Trends, wie ich jetzt einmal pauschalisiert betrachte. Schau immer auf das große Ganze, schau auf das Fundament und verliere dich nicht in Details. Gibt es ein schönes Sprichwort mit dem Wald und mit den lauter Bäumen. Du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und genau darum geht's. Verliere dich nicht in Details, zoome raus und betrachte das große Ganze. Was ist denn wirklich wichtig? Punkt Nummer 3, Best Evidence, Best Practice. Aktuell sehe ich auch den Trend, oder aktuell die letzten Jahre den Trend, jeder zieht irgendwelche Studien aus dem Hut. Jeder sagt, hey, da habe ich eine Studie, die sagt das. Hey, da habe ich eine Studie gelesen, die sagt das. Und damit hat man dann ein unschlagbares Argument. Ich habe in meinem Vorleben an der Fachhochschule in Steyr in der Logistikforschung gearbeitet. Da ging es nicht um Ernährung, sondern wie gesagt um das Thema Logistik. Aber da habe ich gelernt, wie man Studien liest, da habe ich gelernt, wie man Studien aufbaut, wie man Studien begleitet, wie man Studien methodisch aufbaut, was gute Studien sind, was schlechte Studien sind. Das heißt, ich bin in dem Thema ein bisschen drinnen. Auch jetzt ist es so, dass ich regelmäßig mir den aktuellen Stand der Wissenschaft mir gönne, Studien lese, um einfach ernährungstechnisch oder trainingstechnisch am aktuellen Stand der Dinge zu bleiben. So, die Erfahrung, die ich aber mache, ist, dass viele Menschen das nicht so im Detail tun. Und wenn dann irgendwo in der Conclusion oder im Abstract einer Studie steht, dieses und jenes ist gut, dann wird das rausgenommen, Stichwort Cherrypicking, und das wird dann verallgemeinert. Jetzt ist es aber so, dass Studien gut und nett sind und unglaublich wichtig sind, aber eben nicht alles sind. Und nur weil in einer Studie, in einer kleinen Betrachtung, in einem kleinen Fenster irgendetwas ist, heißt das nicht automatisch, dass das im großen Ganzen so ist. Es ist nur mal ein Hinweis darauf. Und dementsprechend, die Wahrheit liegt irgendwo zwischen Best Evidence, sprich evidenzbasiert im Sinne von, ich schaue mir den aktuellen Stand der Datenlage an, gibt es wissenschaftliche Belege dazu, und dann schaue ich mir die Praxis dazu an und versuche dann die Verknüpfung zu schaffen. Praxis, Theorie. Ich kann mal Studien reinziehen über die effizienteste Kniebeuge und biomechanische Drehmomentverteilungen
am Ende des Tages muss ich ja Kniebeuge machen, um das auch wirklich in der Praxis zu testen und zu schauen, wie kann ich die Erkenntnisse aus dieser Studie umsetzen. Es ist immer beides notwendig. Das heißt, meine Empfehlung ist, wenn dich das Thema interessiert, lerne Studien zu lesen, lerne zu bewerten, zu evaluieren, ob eine Studie gut ist oder nicht, befrage Experten und teste es selbst. Das heißt, Theorie, die Evidenz, die Praxis kombinieren. Dann hast du im Grunde ein unschlagbares Paket. Und dann kannst du auch schauen, okay, eine Studie gibt schon einmal eine Richtung vor, ich gehe mal in der Praxis in diese Richtung und schaue für mich, wie passt das. Und dann hast du ein Thema, wo du eben nicht nur in der Theorie plaudern kannst, sondern auch in der Praxis Erfahrungen sammelst. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht, und das ist auch mein Anspruch an mich selbst, das hast du, wenn du bei Rocksports dabei bist, schon wahrscheinlich mitbekommen. Ich rede nicht nur, sondern ich mache das Ganze auch. Ich möchte das probieren, ich möchte das auch umsetzen. Ich spreche nicht nur von irgendeinem Eiweißpulver, ich verwende das auch selbst. Ich spreche nicht nur von Krafttraining, sondern ich mache das wettkampftechnisch auch selbst und möchte das selbst erleben. Diese Kombination, Best Evidence, Best Practice. Das heißt, schließe nicht von der Theorie auf die Praxis, sondern schau, dass du beide Welten kombinierst. Ja, und das waren meine drei Kernbotschaften. Kernbotschaft Nummer 1, lauf nicht unreflektiert irgendeinem Trend nach, sondern schau dir immer unterschiedliche Perspektiven an. Punkt Nummer 2, verlier dich nicht in irgendwelchen Details, sondern zoom regelmäßig raus auf das große Ganze. Und Punkt Nummer 3, schließe nicht von irgendeiner Theorie, von irgendeiner Studie auf die gesamte Welt, sondern schau dir immer Theorie und Praxis an und versuch die beiden Welten zu kombinieren. Das waren meine Kernbotschaften. Wenn das für dich interessant ist und du sagst, geile Sache, und du möchtest im Detail einsteigen und das für dich persönlich, für dein Leben umsetzen, ist vielleicht das Rock-Prinzip das Richtige für dich. Das ist mein Mentoring-Programm. Gibt es leider nur begrenzte Plätze. Das heißt, solltest du dich bewerben und es ist kein Platz mehr frei, dann bitte hab Geduld, bis wieder einer frei wird. Dann können wir das gerne gemeinsam machen. Link ist in den Shownotes unten. Bewirb dich da einfach für ein Erstgespräch. Dann schauen wir uns an, ob und wie wir dir weiterhelfen können. Und wenn du sagst, diese ganzen Themen sind generell spannend, dann kann ich dir noch einmal an dieser Stelle dieses feine Büchlein da empfehlen. Da stecken in Wahrheit 10 Jahre meiner Mindset-Learnings drinnen. Und das Buch ist so geschrieben, dass du viele kleine Lektionen hast. Das heißt, viele kleine Leckerbissen, wie es sich einen Elefanten häppchenweise. Und genau diese Häppchen findest du da drinnen. Auch dieses Buch, alles erhältlich im Rocksports Online-Shop, rock-sports.at. Genauso auch wie die feinste Sportnahrung, die feinsten Gewürze. Schau einfach einmal vorbei, wir haben ganz, ganz viele coole Sachen. Ja, und in diesem Sinne hoffe ich, dass dir das heute wieder weitergeholfen hat. Eine andere Perspektive auf das Thema. Wenn ja, lass mir ein Like, ein Abo auf YouTube da, einen feinen Kommentar. Teil das mit Freunden, mit Bekannten, wo du sagst, denen könnte das auch weiterhelfen. Und in diesem Sinne, alles, alles Gute. Feinste Grüße aus dem Rock Office. Und wir sehen uns bei der späteren, oder bei der nächsten Rockcast-Folge.